Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Fahrt in Thüringen. Ich wünsche allen einen schönen Freitag. Ich danke es fürs Einschalten. Ich danke auch jeden Abonnenten und fleißigen Liker. Ja, heute machen wir noch ein bisschen Ernte auf Feld 38. Wir beginnen die große Ernte, obwohl noch nicht alles reif ist. Der Rand ist reif und das machen wir auch fertig. Und dann werden die auch von da hinten anfangen, wo schon alles schön, ja, reifes durchziehen. Das machen wir halt so, ne? So, und dann können wir halt, ja, zur nächsten Woche halt, beziehungsweise Samstag dementsprechend, ne? In der nächsten Ausfahrt beginnen. Wenn ich das nicht vergessen sollte, mit Raps. Aber das ist auch eine Weile hin. Vielleicht ändere ich meine Meinung. Schließe man nicht aus. Aber bei so einem großen Feld, da werden wir eher wohl. Kann auch. Man kann auch hier Getreide machen oder Mais. Das Problem. Felder bieten sich an für die Drescher, Verbandfahren. Das ist, kommen die nicht in die Quere, die fahren hinterher, fahren nebeneinander, alles top, alles gut. Ich fahre ein bisschen hinterher und schaue, was ich richtig mache alles. Ich werde nicht mal richtig voll, die können voll durcharbeiten. Das kann keiner sagen, die können nicht arbeiten. Heute läuft die Klimaanlage. Und trotzdem ist es hier drinnen nicht gerade kalt. Draußen hier, der eine meldet 40 Grad und der andere meldet. Ja, auch nicht viel weniger. Ja. Laut Unkraut ist auch nicht gewachsen. Ist dann da schon eine Wachstumsstufe da. Kann man so nicht erkennen. Nee. Müsste ich mal gleich Kontrolle machen, aber das können wir auch hinterher machen, das ist nicht so schlimm. Bitte, dass wir hier irgendwas arbeiten können. Wenn man wieder eingreift, dass dann gerade voll wird. Obwohl er hat erst 400%. Da wird einfach zum Film bleiben, das ist ganz angenehm. Jetzt kommt er Richtung Straße, jetzt kann ich gleich mal Richtung hochfahren. Hier rein, jetzt geht es auch gleich zum nächsten Drescher und dann geht der Rest gleich. 40.000 fast, 42.000 insgesamt, wenn man eine andere drin hat schon. Dann haben wir schon mal ein bisschen was im Lager wieder. Geht's hier Schlag auf Schlag.
vorne die Wiese anhängen. Eine komische Kurve fahren hier. So, dann ist er gleich voll. Aber die Straße lang, ja? Ein LKW wird es auch gehen. Nur ist halt mit dem LKW. Der ist nicht so wendig hier in der Straße. Deswegen fahre ich auch mit zwei Hänger und nicht mit einem großen. Die Wendigkeit halt höher gegeben als mit zwei. Riesenteil. Verkaufen ist es sinnvoll. Mit einem schwachen großer Traktor. Den mal aufstellen. Heute ist Freitag. Ich hoffe, ihr habt die Woche gut wieder rumgekriegt. Trotz der Hitze. Ich habe Freitag aber Flugausflug. Kann ich noch ein bisschen länger schlafen. Bin aber auch abends später zu Hause, als ich mache. Dann muss ich mal sehen, dass ich die vollen. So die Laufkurse im Marsch in der Woche machen. Aber Samstag habe ich keine Minute dazu. Schauen wir doch nicht. Ah, mal sehen. Heute Morgen werde ich hier das bearbeiten. Das heißt, spätestens morgen und Telefon, das ist typisch. Pause. So, liebe Zuhörer, geht weiter. Telefon erledigt. Jetzt machen wir noch ein bisschen den Rest voll. Muss ich kurz mehr überschneiden, aber macht nichts, kein Problem. Wir arbeiten weiter und ernten ab. Hier ist aktuell sich Wachstumgefahr gewachsen. Das werden wir in der nächsten Folge entsprechend düngen. Hier werden wir ganz schnell zum Acker zurückfahren und den Drescher leer machen. Ich sehe hier gerade so um die 40%. Plus. Mal schauen, wo die gerade sind. Die beiden Brüder hier, der schwarze und rote. Gucken wir nach rechts. Ich hab schon der erste. Bei 50%, da können wir noch ruhig zu mir kommen lassen. Das sieht man nicht gut aus, ganz gut aus. Ah, das ist noch eine zweite. Bitte folgen. Bitte folgen. Dann gleich den ersten abtacken. Das wird ja noch nicht stehen. Schauen wir, wie er jetzt fährt. Das macht er richtig. Das heißt auf gut Deutsch, wir müssen nachher, da fährt er noch eine Runde, glaube ich. Weil ich habe ja nicht doppelt gerechnet.
Bedeutet, wir müssen nachher die ganze Sache unterbrechen und einen weiteren Wachstum abwarten. Diesen Karambolage. Ja, der wäre leer, ne? Gleich zweiten. Ne, nun nicht mehr. So. Jo. Das heißt, wir müssen das immer so gestalten, und zwar müssen wir auf den roten springen, denn sobald das ist das Problem. An dem Augenblick, wo wir jetzt hier in den Bereich kommen, wo noch nicht reif ist, dann wäre das gar nicht mal so gut, wenn er weiterfährt. Ne? Bringt ja dann nichts. Warum nicht denken, das ist. Fährt so eine, dann müssen wir da stoppen. Weitere 8-7 Stunden gegen 11 nachts. Was ich machen könnte, ist wenn einen weiterarbeiten lassen, dann normalen Helferbasis. Oder auch beide. Den Kurs jetzt verlasse. Dann bis zum kurz am Ende und dann wäre ja Blödsinn, wenn wir da jetzt voll reinpreschen würden. Dann lassen wir hier vorne wieder den Kurs fahren und werden später gleich mal schauen, wie die Pfeile sind. Dann nehmen wir die Ecke gleich mit. Hier vorne das so fahren. Dann nehmen wir auch gleich mit.
gehen wir gleich auf den regulären Kurs. Wir müssen halt beim nächsten Mal darauf achten, dass wir dann muss er hier fahren. Hier so fährt, wie wenn er jetzt schon rumgefahren wäre. Flyer mit dem Schwarzen. Schon zu spät. Jetzt heißt es Schadenbegrenzung. kurz Pause. Menü. Fruchtzerstörung machen wir kurz aus. Sehr ungerecht, ne? Aus, an. Hab ich vorhin gerade gehabt. So, jetzt haben wir das hier hingekriegt. Jetzt können wir gleich Ecke oben machen, dann steuern wir den Draht für die nächste Ecke und dann wird die Folge zu Ende. Den einen ein bisschen nicht mehr gekriegt, macht nichts, aber den anderen kriegen wir noch. Das Gute, wir müssen jetzt nicht mehr fliegen. Dafür werden wir jetzt nachher Raps aufsehen, aber wir müssen so noch warten, bis wir mit der Ente durch sind. Also, wo ist der andere? Da oben. Können wir hier mal hin? Und zwar so, und die Vorlandschaft, das soll es für heute gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ne? Würde mich freuen auf ein Wiedersehen zu morgen. Dann seid mal Tschüss und Winke und Kakao. Ciao.